Hallo, mein Name ist Agnes Goldmann. Ich bin Peter Giegler und wir sind Beziehungsexperten. Das Thema Beziehung begleitet Menschen sowohl im privaten als auch im Businessbereich. Wir haben ein Produkt erstellt, ein Coaching-Produkt, das heißt Beziehungswellness. Da geht es darum, dass man an positiven Themen in der Beziehung arbeiten kann, wie zum Beispiel ein Kind ist im Kommen oder eine Hochzeit ansteht, aber auch andere Entwicklungsthemen. Wenn es Probleme in der Beziehung gibt, dann stehen wir auch gerne mit unserem Paar-Coaching für individuelle Probleme zur Verfügung. Es kommen auch viele Menschen zu uns, die Trennungsthemen haben und nicht genau wissen, wie sie sich trennen sollen gut. Und auch da können wir unterstützen. Im wirtschaftlichen Bereich begleiten wir Familienunternehmen bei Generationsübergaben oder Unternehmen, die sich mit ihrem Beziehungsmanagement, egal ob nach innen oder nach außen, auseinandersetzen wollen. Interne oder externe Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu verbessern, Unternehmenskulturentwicklung zu betreiben oder Teambuilding begleiten, das machen wir sehr gerne. Mein Name ist Claudia Schütz, ich betreibe dieses Coworking- und Trainingszentrum mit meiner Partnerin Agnes Goldmann. Hier sind bereits einige Personen eingemietet, die die Räumlichkeiten mit ihrer Arbeit hier erfüllen. Wir würden uns aber auch freuen, wenn auch externe Personen irgendwie diese Räumlichkeiten mieten oder für Veranstaltungen buchen. Wir haben unterschiedliche Arten von Räumlichkeiten, in großen und kleinen Räumlichkeiten. Und wir bieten aber auch Arbeitsplätze an, die man kurzfristig oder auch längerfristig mieten kann. Und wir freuen uns sehr, unsere Räume präsentieren zu können. Hallo, mein Name ist Astrid Wechts. Ich biete achtsames Yoga und Meditation nach tibetischer Tradition. Das nenne ich Childer Monkey. Childer Monkey deshalb, weil es geht um die Affe im Kopf, unsere Gedanken. Und hier lernst du Methoden, wie du mit diesen Affen im Kopf umgehst, wie du sie zur Ruhe bringst. Und das bringt durch regelmäßige Praxis wieder Ruhe, Klarheit und Freude in dein Leben. Und das Ganze findet in diesem wunderschönen Raum statt. Mein Name ist Stefan Keller. Hier in diesen heiligen Hallen arbeite ich vor allem als Moderator und gemeinsam mit dem Michael Stenzel, der jetzt gerade hinter der Kamera sitzt, biete ich Mediencoachings an. Und ich bin auch der Begründer des InB Network of Change. Als Mediencoach bin ich hier in diesen Räumen relativ häufig tätig. Es kann aber auch sein, wenn Sie hier ein Seminar buchen, diese Räume mieten, dass ich Sie dann als Hausmeister betreue und schaue, dass es Ihnen hier gut geht. Ich freue mich, wenn wir uns bald einmal persönlich kennenlernen. Mein Name ist Isabella Zamboni. Ich bin hier in den Räumlichkeiten des Aufmachen, in meinem Raum, in dem ich meine Beratungstätigkeit anbiete. Ich bin von meinen Ausbildungen her Lebens- und Sozialberaterin, hypnosystemischer Coach und Supervisorin und habe mich aber auf die Arbeit mit Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft spezialisiert. Das heißt, zu mir kommen Frauen in der Einzelberatung, wenn sie schon sehr lange versuchen, schwanger zu werden, schon lange einen Kinderwunsch haben. Im Idealfall besuchen dann die Frauen meinen Vorbereitungskurs für die Geburt. Manchmal, wenn die Geburt belastend verläuft, biete ich auch psychologische Nachsorgegespräche an. Und man kann bei mir auch in Schwangeren-Yoga gehen. Und ich habe auch zwei Gruppen derzeit laufen. Das ist eine IVF-Gruppe, also für die künstliche Befruchtung, und eine Kaiserschnittgruppe. Hallo, mein Name ist Elisabeth Hell. Ich bin Kindergartenpädagogin, Früherzieherin, Musicaldarstellerin und lizenzierte Musikgartenpädagogin. Ich biete in diesem Zentrum hellbunte Klängekurse an. Das ist elementare Musikerziehung für Babys und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren, bei der auf spielerische Art und Weise Musik erlebt, gehört und ausprobiert wird. Hallo, ich bin der Michael Stenzel und meine Firma heißt Neue Erde Film. Und ich produziere Videoclips für Firmen, die sich im Internet präsentieren wollen. Und das hier ist mein Arbeitsplatz bei aufmachen.at. Hier werden die Videos in den Computer hineingespielt, geschnitten, produziert und für den Kunden fertiggestellt. Wenn auch Sie das Medium Video für sich nutzen wollen, dann freue ich mich auf ein Erstgespräch.